Hi Solarfreunde, heute ein schnelles Video über die EEL DIY 280 Amperestunden Batterie. Ich habe ja schon ein paar Videos gemacht, und zwar ich habe ja eins, zwei und eins läuft schon. Cases hier, will mir hier eine größere Batteriebank kaufen, bauen, und ich wollte heute in diesem Video einfach mal kurz erklären, was ihr denn so an Vorbereitungen treffen müsst, um dieses Case hier überhaupt zusammenbauen zu können und was ihr für Tools braucht. So, und so wie ich das jetzt gerade gesagt habe, würde ich jetzt genau mal hier rechts auf meinen großen Tisch schwenken, weil der ist eigentlich schon das Erste, was man so braucht. Und zwar, man braucht wirklich einen großen Tisch, eine große Ablagefläche, und die muss auch stabil sein, um dieses Teil mit ungefähr 120 Kilo, wenn es denn wirklich dann mit Zellen bestückt ist, auch zu tragen. Dafür habe ich einen schönen Biertisch, habe das Teil auch schön über den Fuß hier alles aufgebaut. Komme ich aber später nochmal zu in einem anderen Video, was man da noch vorbereiten muss. Heute soll es eigentlich hauptsächlich um alles gehen, was so extern noch benötigt wird, außerhalb von Paket, was ihr euch liefert. So, und hiermit würde ich auch immer reinschwenken. Fangen wir mal einfach an mit den wichtigsten Sachen. Und ihr seht schon, es sind hier ein paar abstrakte Werkzeuge auf dem Tisch, und ich werde euch kurz erklären, warum das so ist, wie es ist. Also, ich würde mal schon mal sagen, fangen wir an mit dem Getränk, weil der Aufbau dauert ungefähr, wenn man schnell ist, sage ich jetzt mal 3 Stunden. Ich habe ein paar Probleme erkannt an den Teil, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert für die erste, aber die wollte ich gleich auch so zusammenbauen, dass alles passt. Ein Bier, mehrere Biere, je nach Tageszustand und ja, Nervenkostüm, sage ich jetzt mal. Dann braucht man Montagekleber, den habe ich auch gestern besorgt. Und zwar stand das nicht in der Anleitung. Ich habe es aber in einem von den Videos gesehen von ihm, dass die was verwenden, um diese Epoxidplatten zu befestigen, weil die fallen dann einfach so durch das Gehäuse rum. Und ich dachte mir, wenn die Zellen mal drin sind und dann fängt das Ding später das Klappern an, das ist auch nicht so der Weg. Deswegen habe ich mir einen Montagekleber besorgt, und der funktioniert recht gut. Erstes Case habe ich schon fertig gebaut und es läuft. Dann braucht man einen Bitsatz mit diversen Bits. Kreuzschlitz hauptsächlich werden benötigt. Vielleicht eine kleine Verlängerung auch für einen Akkuschrauber. Wo ist denn überhaupt der Akkuschrauber? Ja, einen Akkuschrauber braucht man natürlich auch. Den habe ich jetzt nicht hier auf dem Tisch stehen. Den werde ich aber des Öfteren zum Einsatz bringen während des Montagevideos. Messer, Seitenschneider, eine Taschenlampe. Das Gehäuse ist schwarz lackiert, und wenn da eine schwarze Schraube irgendwo unten drin liegt, sucht man sich einen Wolf. Deswegen habe ich hier eine Taschenlampe auch hier stehen. Ein paar Feilen, um Nacharbeitungen speziell an den Busbars vorzunehmen, weil die sind nicht so von der Qualität her, von den Maßen nicht hundertprozentig. Also das heißt, man kommt ohne die Feilen gar nicht zurecht und ohne Bohrer bzw. Bohrmaschine. Ein Schraubenschlüssel, und zwar ein 14er, die verwenden für manche Schrauben, speziell im BMS-Bereich sind 14er Schrauben drin. Das sind M8er Schrauben, aber die sind mit 14er Kopf. Keine Ahnung, was das soll, aber es ist so. Ein Digital Torque Gauge, also ein Drehmoment-Messgerät. Ich habe mir das hier besorgt, ich glaube, das habe ich bei Amazon gekauft. Das war recht günstig, sage ich jetzt mal, und tut wirklich seinen Zweck und funktioniert echt perfekt. Eine Ratsche, Messschieber, ganz wichtig. So ein Griff, der auch am besten auch auf dem Zehner, auf die Zehner-Nuss hier passt, am besten eine lange Nuss, um die ganzen Schrauben auf den Batterien später festzuschrauben, da fange ich nicht mit dem Drehmomentmesser an, sondern ich ziehe die Hand fest erstmal mit dem Teil hier vorab an, und dann gehe ich erst mit der Ratsche hin und mache das. Wenn ihr nicht erfahren seid, isoliert euer Werkzeug. Ich habe das hier bei der Ratsche zum Beispiel gemacht, hier bei dem habe ich es nicht gemacht, aber man sollte eigentlich alle Werkzeuge wirklich auch gut isolieren. Ein Schraubendrehersatz, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ein Laptop, den braucht man später, wenn das demontiert ist, um alles vernünftig einzustellen und zu checken, ob alles auch passt. Metermaß, Schutzbrille,
Jetzt seht ihr hier oben die Flex, ja, auch eine Flex wird benötigt, zumindest wenn man das Ding sauber aufbauen will. Wenn man so aufbaut, wie die Ilis vorgibt, braucht man die nicht unbedingt, aber würde ich jetzt nicht empfehlen, das zu tun. Da komme ich aber später nochmal in einem Video drauf, warum und wozu diese Flex genau hier benötigt wird. Beziehungsweise, stopp, ich habe das sogar hier liegen. Ich schwenke mal hier rüber. Und zwar, man braucht drei so Hölzer oder eine Platte. Ich habe jetzt aktuell kein anderes Material da gehabt, deswegen nehme ich drei Hölzer, die funktionieren genauso. Man braucht aber ein Füllmaterial mit 26 mm Stärke. Und zwar, wofür braucht man es? Das kommt da hinten rein. Das werde ich euch aber alles mal erzählen, wenn wir das Ding zusammenbauen, wofür dieses Zeugs ist. Und ich kann es nur empfehlen, das auch zu tun, weil beim Ilgehäuse, speziell beim Ilgehäuse, sollte man das wirklich verbauen, hinten einen Abstand rein, damit die Zellen auch wirklich unter Druck stehen, also verpresst werden. Weil alles andere ist Humbug. So, eine Wärmebildkamera braucht man nicht unbedingt, ist aber zu empfehlen, gerade bei Hochstrom. Technologie, sollte man eine Wärmebildkamera zur Hand haben, damit man auch wirklich sieht, ob irgendwo Schrauben nicht angezogen sind oder ob irgendwo Brücken nicht fest sind, weil die erwärmen sich sofort, sobald ein kleiner Widerstand drin ist, erwärmen sich die und man sieht es halt echt sofort auf dem Screen von der Wärmebildkamera. Laptop habe ich schon gesagt. Ein Batterietester und Innenwiderstandsmessgerät, ein ganz normales Messgerät und ein Dremel. Jetzt fragen wieder wahrscheinlich Leute, warum den Dremel? Dremel braucht man ganz einfach, weil ihr zumindest in der Januar-Version ihres Gehäuses ein paar Dinge gemacht hat. Ich zeige euch einfach mal hier so eine Ringöse. Da seht ihr vorne so toll, alles voll gesuppt mit Zinn und das behindert uns später die vernünftigen Drehmomente überhaupt auf den Schraubenverbindungen oder auf den Studs oder auf den Verschraubungen von den Batteriepolen zu bekommen. Also deswegen das Multitool, da muss man ein bisschen vorarbeiten. Ihn habe ich kontaktiert, die haben ja gesagt, ja, in allen zukünftigen Versionen ist es wohl kaltverpresste Adernhülsen, aber bei den zwei Gehäusen, die ich aktuell da habe, bei zwei Gehäusen, kann ich sagen, ist es so, dass alles oben angelötet und genau auf der Kontaktfläche von diesem Ring angelötet. Und das ist wirklich richtig scheiße. Sorry, es so zu sagen, aber es ist leider so. Warum nur zwei Gehäuse? Ganz einfach, weil die zwei linker Boards oder Balance Boards oder wie auch immer man die nennen mag, nur in zwei Packungen dabei waren. Der dritte Pack steht hier, hat keine. Habe ich auch reklamiert. Ja, das heißt jetzt wieder auf dem Express-Shipping warten aus China. Das kann halt jetzt nochmal einen Monat dauern oder so. Aber alles gut. Überhaupt kein Problem. Ich habe genug Speicher aktuell noch im Haus. Und jetzt kommt der Sommer. So belang es nicht Winter wird, ist alles toll. So, also hier nochmal ein kurzer Überblick. Das ist alles, was man braucht. Und ich würde sagen, ich fange jetzt mal an mit einem Bier. Und dann mache ich das nächste Video. Und dann starten wir so langsam die Montage. So. Und hiermit erstmal ciao.